Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. Das ist die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens. Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter. 13. April 1962, schmerzhafter Freitag, Seite 43. Die erste Mitteilung der heiligsten Jungfrau. Auch an diesem Tage habe ich dem Wunsch des Herrn Jesus entsprechend für die 12 Priesterseelen von 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr gesühnt. In ihm versunken bat ich die heiligste Jungfrau, die heiligen 5 Wunden ihres göttlichen Sohnes in mein Herz einzuprägen und ihn um sein Erbarmen zu bitten. Dicke Tränen rollten auf meine Wangen herab. Währenddessen vernahm ich in der Tiefe meiner Seele das unaussprechliche Leid und Wehklagen der schmerzreichen Mutter Gottes. Ihr Schluchzen strömte auch in meine Seele über. Dann sprach sie mit schluchzender Stimme: Meine kleine Karmeliterin, viel wird gesündigt im Land. Hilf mir, retten wir es. Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Es ist die Flamme der Liebe meines Herzens. Zu dieser Flamme gib deine Liebe hinzu und gib sie weiter. Meine Mutter, warum wirkst du nicht Wunder wie in Fatima, damit man dir glaube? Meine Tochter, je größer meine Wunder wären, umso weniger würde man mir glauben. Meine Karmeliterin, den ersten Samstag zu begehen, habe ich erbeten, und man achtet ihn doch nicht. Ich bin eure gütige und liebende Mutter, und mit euch vereint, Hand in Hand, rette ich euch. Euer Land hat der heilige König Stefan mir geweiht, und ich habe ihm versprochen, seine Bitte und die der ungarischen Heiligen im Herzen zu tragen. Ein neues Mittel möchte ich euch in die Hände geben. Ich bitte euch, nehmt es an und habt Verständnis dafür, denn ich schaue traurigen Herzens auf euch herab. Die 12 Priester, die mein göttlicher Sohn auserwählt hat, werden die würdigsten bei der Verwirklichung meiner Bitte sein. Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. Das ist die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens. Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter. Da schluchzte die Mutter Gottes so sehr, dass ich ihre Worte fast kaum verstanden hatte. Ich fragte sie, was ich tun solle. Im Namen des ganzen Landes habe ich alles versprochen, nur um ihren Schmerz zu lindern, denn mein Herz war beinahe am Zerspringen. Meine Tochter, ich bitte dich, den Donnerstag und den Freitag als besondere Gnadentage zu betrachten und an diesen beiden Tagen meinem göttlichen Sohn ganz besonders Sühne zu leisten. Die Art und Weise der Sühne ist die Sühnestunde in der Familie. Diese Stunde, die ihr in Sühne verbringt, beginnt mit geistlicher Lesung. Dieser möge der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen. Haltet die Sühnestunde zu zweit oder zu dritt, denn ihr wisst, wo 2 oder 3 im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei. Seiner Bitte gemäß bekreuzigt euch 5-mal zu Beginn. Dabei
empfehlt ihr euch durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen himmlischen Vater. Ebenso sollt ihr die Sühnestunde auch beschließen. Pflegt auch morgens, abends und tagsüber die Andacht, nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen und empfehlt euch dabei der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Dies bringt euch näher zum himmlischen Vater und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt. Diese gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem unbefleckten Herzen gab, soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen im ganzen Land entzünden. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan blenden wird. Sie ist das Feuer der Liebe und Eintracht, die ich durch die Verdienste der heiligen Wunden meines göttlichen Sohnes beim ewigen Vater erwirkt habe. Nach diesen Worten weigerte ich mich in der Überzeugung meiner Unwürdigkeit, diesen Auftrag anzunehmen. Du vertraust mir deine Anliegen an, aber wie soll ich sie weitergeben? Und wieder weigerte ich mich. Nach einigen Tagen versprach die helligste Jungfrau, die Opfer, die ihr göttlicher Sohn verlangte, mit ihrer mütterlichen Liebe und Hilfe zu unterstützen. Ich werde bei dir sein, meine kleine Karmeliterin. Ich drücke dich an mein unbeflecktes Herz. Meine himmlische Mutter, ich habe eine Frage an dich. Sie kannte sie bereits und antwortete auf meine Frage. Bringe die Bitte meines Sohnes hw.h.e. Die heiligste Jungfrau nannte ihn ihren lieben Sohn. Während sie dies sagte, begriff ich durch ihre wundersame Eingebung, wie sehr der Wille der heiligsten Jungfrau mit dem ihres göttlichen Sohnes, des ewigen Vaters und des heiligsten Geistes im Einklang steht. Die allerseligste Jungfrau versprach ihrem Beistand, damit diese kleine Flamme sich wie ein Lauffeuer verbreite. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Offenbarungen über die Liebesflamme. 1. Februar 2005, Erzengel Michael. Der Februar ist der Monat der Liebesflamme. Bittet um immer mehr Gnade für euch und für andere durch die Liebesflamme des unbefleckten Herzens. Sehnt euch nach der Gnadenausströmung der Liebesflamme. Dies würde euch, eure Heimat und sogar der ganzen Menschheit einen wunderbaren Aufschwung bringen. Betet, sühnt und bringt Opfer. So könnt ihr das miterlösende Werk und die Aufgabe der heiligen Jungfrau Maria wirksam unterstützen. Die heilige Jungfrau erwartet als Miterlöserin, dass ihr mit ihr zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit entspricht dem Plan der vorsehenden Liebe Gottes. Hört auf die liebenden, um euch besorgten Worte eurer himmlischen Mutter und folgt ihren Wegweisungen, da sie alle Menschen zu ihrem göttlichen Sohn führen will. Dies ist ihre Aufgabe als Miterlöserin. Hierin bezieht sie auch euch mit ein, damit ihr durch euer betendes, sühnendes Leben nach eurer Heiligung strebt und dabei auch anderen helft. Hierzu bietet sie euch als wirksames Mittel die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens an. Die Liebesflamme ist eine gewaltige Gnadenausströmung. Es ist aber eure Aufgabe, mit diesen Gnaden zusammenzuwirken. Die Mutter Gottes will die Liebesflamme von Herz zu Herz verbreiten, damit sie sich in immer weiteren Kreisen verbreite
und ihre segensreiche Gnadenwirkung entfalte. Dieses heilige Verlangen möge auch in euch brennen. Ersehnt auch ihr die baldige Ausströmung und Verbreitung dieser bewunderswerten Gnade. Mutter Gottes, meine lieben sühnenden Kinder, ich lasse die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens über euch ausströmen, damit in dieser wirren, schwierigen Zeit diese überflutende Gnade euer Beistand sei. Ersehnt auch ihr, dass das geistige Licht in eurer Umgebung, in eurer Heimat, in Deutschland und auf der ganzen Welt zunehme. Die Macht des Fürsten der Finsternis ist so groß geworden und groß ist die geistige Dunkelheit in und unter dem Menschen. Ihr bedürft des Lichtes des Geistes, des leuchtenden Strahlen des Guten, der Wahrheit und der Liebe so sehr. Ihr sollt zu meinem Licht werden durch das Licht Christi. Dies möchte ich durch die Gnadenwirkung der Liebesflamme in euch und auf der ganzen Welt fördern. Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 2. Februar 2005, Darstellung des Herrnfest der Liebesflamme. Jesus, meine Lieben, ich bin das Licht der Welt. Ich brachte Licht vom ewigen Licht in die Welt. Öffnet euch für mich, für das niemals verlöschende Licht. Lasst mein Licht eure Finsternis, euer Seelendunkel überstrahlen. Ich bin die Liebesflamme meiner heiligen Mutter, die Licht und Wärme in eure Herzen strömen lässt. Ich bin die Liebesflamme, die euren Verstand erleuchtet. Durch mein Licht führe ich euch auf den Pfad der Wahrheit. Ich bin die Liebesflamme und will das Meer meiner Barmherzigkeit über euch und über Deutschland und über die ganze Menschheit ausströmen. Ich bin die Liebesflamme, die durch die Gnade der Erlösung den Satan und seine Anhänger verblendet und ohnmächtig macht. Ich bin die Liebesflamme, die euch mit den Herz- und Seele erwärmenden Strahlen der Liebe umgibt, damit ihr durch sie aufrichtiger, treuer und beständiger zu lieben lernt. Ich bin die Liebesflamme, ein Gnadenmittel, das allen hilft, das Licht des Evangeliums wahrzunehmen. Ich bin die Liebesflamme und gebe euch Frieden und möchte euch sogar zu Friedenstiftern machen. Ich bin die Liebesflamme, die euch durch den Heiligen Geist und die Liebe der heiligen Jungfrau Maria zum ewigen himmlischen Vater führen möchte. Ich bin die Liebesflamme, euer wirksames Gnadenmittel, das zum Heil führt. Ich bin die Liebesflamme und will jeden Menschen durch meine Liebe und die flammende Liebe meiner heiligen Mutter an mich ziehen. Ich bin die Liebesflamme und lade jeden Menschen ein, an meinem Erlösungswerk teilzunehmen. Ich bin die Liebesflamme, die euch durch den reichhaltigen Strom der Gnaden zur Vollkommenheit und Heiligung des Lebens führen möchte. Ich bin die Liebesflamme, die sich euch durch die unbefleckte Jungfrau Maria nähern will. Deshalb möchte ich, dass auch ihr euch durch sie, durch die unbefleckte Jungfrau Maria, mir Jesus nähert. Ich bin die Liebesflamme,
Mein erstes Kommen wurde von der heiligen Jungfrau Maria vorbereitet. Sie wird mit ihrer mütterlichen Liebe auch mein zweites glorreichen Kommen vorbereiten. Mutter Gottes, meine lieben söhnenden Kinder, ich gab euch in der Liebesflamme die flammende Liebe meines Herzens als überflutende Gnade gegen die überflutende Sünde. Je größer die Lieblosigkeit und Gottlosigkeit der Menschen sind, ein umso stärkeres Gegenmittel gewährt Gott denjenigen, die Gutes wollen und sein Erbarmen für sich und für andere erflehen. Gottes barmherzige Liebe überließ es mir, seine Kinder mit meiner mütterlichen Liebe durch die Gnadenflut der Liebesflamme auf dem Weg der Liebe und der Barmherzigkeit zu führen. Ich möchte, dass sich die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen in immer breiteren Kreisen in eure Heimat, in Deutschland und auf der Welt verbreite. Meine lieben Kinder, seid mein guten Mitarbeiter. Ich bitte euch inständig, lebt wirklich für meine Liebesflamme und seid bereit für sie zu beten, zu arbeiten und euch zu mühen. Ich werde eure guten Absichten mit dem Segen meiner mütterlichen Liebe begleiten. 3. Februar 2005, Mutter Gottes. Meine lieben söhnenden Kinder, ich möchte die reichhaltigen Gnaden meiner Liebesflamme über euch, eure Heimat, über Deutschland, ja, über die ganze Menschheit ausströmen lassen. Wirkt mit kindlicher Liebe und gehorsamer Seele mit mir zusammen und sühnt so eure eigenen Sünden und die eurer Mitmenschen, die für andere anstelle anderer und im Namen anderer verrichteten Gebete. Und die so geleistete Sühne sind vom großen Wert. Ihr könnt auf diese Weise auch für andere ein reiches Ausströmen der Gnaden erwirken. Seid mit entflammter Seele Apostel der Liebesflamme, die wahrhaft durch die Gnaden der Liebesflamme ihrer Umgebung, ihrer Heimat, Deutschland und sogar der ganzen Welt helfen möchte. Ich biete euch die Liebesflamme als wirksames Mittel der Seelenrettung an, da heute so viele Seelen im geistigen Dunkel umherirren, sich Heresien anschließen oder von der Seuche der religiösen Gleichgültigkeit befallen sind. Ich gebe euch die überflutende Gnade der Liebesflamme in die Hand, um euch durch sie zu helfen und durch euer Mitwirken der ganzen Menschheit. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Unseres Geistes seien.
erschlagen. Unser innerstes Empfinden gemeinsam, die Gedanken unseres Geistes.